Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo, ja, was, Wiesim-Fans? Das ist die große Frage hier bei Transocean 2 Rivals. Ich habe mich entschieden, nach den Kommentaren, die ich so zu lesen bekommen habe, unter meinen ersten beiden Multiplayer-Videos, mal ein etwas anderes Video zu machen. Also kein Let's Play-Video an sich, sondern, ich weiß nicht, wie soll ich es beschreiben? Review, meine Meinung. Vielleicht trifft es das am besten. Meine Meinung zu dem Spiel. Also ich hoffe jetzt erstmal, dass er mal lädt, weil irgendwie hat er damit gerade scheinbar ein Problem, weil im Hintergrund die Aufnahme läuft. Kurios. Ging schon schneller, deshalb bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah, da sind wir. So, und da setzt auch schon die Musik ein. Ich gehe in die Optionen. Und mach die Musik mal ein bisschen leiser. So. Ich meine, ich finde die Musik schön. Nicht falsch verstehen. Aber es gibt den einen oder anderen, der fühlt sich davon irgendwie negativ beeinflusst. Sagen wir es mal so. Transocean 2 Rivals bietet eine Kampagne mit 6 Missionen. Und ihr seht hier Ziel 1, mindestens 20 Aufträge, fristgerecht abliefern. Ziel 2, mehr fristgerechte Aufträge als alle Gegner abliefern. Und Ziel 3, 10 Millionen mehr als alle Gegner auf dem Konto haben. Das sind die Ziele. Die Wettbewerbsgeschichte ist im Prinzip das gleiche wie der Multiplayer. Ja, ihr seht das hier, ich kann hier Gegner zuschalten, ich kann sagen leicht, normal, schwer. Ja, ich kann hier bis zu 7 Leute dazu packen, die dann entsprechend die Farben kriegen. Ich kann hier einstellen zwischen 60 bis 120 Minuten. Mit 120, oder hier im Wettbewerbsmodus spielst du eigentlich immer komplett 4 Runden. Kannst Sabotage verbieten oder zulassen. Ja, und dann kannst du das Spiel starten. Leinen los. Packen wir es an. So, dann kriegst du die Missionen. Das sind die gleichen Missionen, die du praktisch auch in der Karriere bekommen könntest. Es ist nichts anderes. Es geht um diese Punkte hier oben. Das sind die Siegpunkte. Und wenn du die Hilfsflottenmission erfüllst, kriegst du, wenn du am Ende des Monats auf Platz 1 bist, 24 Siegpunkte. Ja, ich glaube sogar, dass wir jetzt, weil wir eine Stunde, glaube ich, eingestellt haben, wirklich nur zwei Runden spielen. Also wenn ich das korrekt sehe. So, wieso kann ich da nichts... Achso, ich muss erst ein Hauptquartier setzen. So, das ist auch sowas. Du musst erst ein Hauptquartier setzen. Das ist eigentlich, es ist exakt wie im Multiplayer. Ja, das ist nicht schlecht. Also nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht und sagt, oh, das ist ja schlecht. Nein, also es klingt vielleicht in dem Moment, wo ich das sage, klingt es vielleicht gerade nicht so positiv, aber es ist nicht schlecht. Ja, also es ist das Gegenteil davon. Es ist sogar gut, aber man muss es in einem anderen Kontext sehen. So, ich gehe mal raus, weil ich will ja gar nicht zocken hier. Das soll kein Let's Play werden. Ich will euch nur zeigen, ich habe hier keinen Pauseknopf. Ich kann drei Schnelligkeitsstufen einstellen. Die Tage laufen runter, das ist die eigentliche Ressource. Die werden immer weniger. Und es geht immer nur hier rum. Also wir haben wirklich, auch wenn wir hier eine Stunde spielen, nur 2 Runden. So. Es geht nur um diese Siegpunkte. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier Nordamerika Ost einnehmen will, brauche ich 65 von diesen Regionspunkten. Und wenn ich die eben haben will, damit ich dann hier solche Dinge kaufen kann, muss ich mein Schiff nehmen
und muss das in dieser Region, die auch immer hier dabei steht, fahren lassen. Also ich muss immer Nordamerika Ost rumschippern und hier hinten gibt es Regionspunkte und es kommt mir gar nicht aufs Geld an. Ja, das ist also nicht falsch verstehen. Das ist in meinen Augen, das ist keine Wirtschaftssimulation, weil es geht nicht ums Geld. Es geht um Regionspunkte, es geht um Siegpunkte. Und du musst strategisch clever entscheiden, wie du schnellstmöglich Regionspunkte und Siegpunkte einfährst. So. Und das war am Anfang, also wenn du aus dem normalen Transocean hier rüberkommst, ja, dann gehst du davon aus, dass du zum Beispiel die Fracht löschen musst. Oder du gehst von aus, dass du, wenn du gehst in den Hafen und siehst dein beladenes Schiff. Wenn das Schiff jetzt gleich mal ankommt, also wie gesagt, das hier ist kein Spiel. Ich mache bewusst kein Spiel, sondern ich will es euch einfach mal zeigen. So, ich habe 7 Regionspunkte bekommen für diesen Auftrag. So, jetzt gehe ich in den Hafen. Früher bist du in den Hafen, dann hast du dein Schiff da gesehen, dann konntest du betanken, beladen und so weiter. Hier steht Schiffmodell im Hafen. Wenn ich das anklicke, kann ich es betanken. Ich kann es verkaufen, ich kann Schiff neu taufen, ich kann einem anderen Namen geben. Die KI chattet mit uns, als wäre es ein Multiplayer. Ich kann es hier nicht reparieren, weil hier ist kein Reparaturdock, hier ist eine Werft. Hier kann ich neue Schiffe kaufen. So, und die Auftragsliste, die ist auch nicht wirklich markiert, sondern du musst hier praktisch, wenn du die Auftragsliste hier haben willst, musst du hier auswählen. Das ist die gleiche Auftragsliste, die es auch hier außerhalb gibt. Hier. Das ist exakt die gleiche. So. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, was wir haben. Früher warst du gewohnt, praktisch hier alles zu machen. So. Dann hast du gesagt, okay, dann fahren wir von hier jetzt nach, sagen wir mal, wir fahren nach Halifax. Und vor allem, du hast immer nach dem Geld geguckt. Das, für dich war das Wichtigste die Prämie früher, weil mit Geld konntest du was anfangen. Es ist anders jetzt, ja. Ich habe auch Kommentare gekriegt, wie guckt man aufs Geld und weniger auf Punkte. Das wäre falsch. Das ist keine Wirtschaftssimulation. So hart das jetzt klingt, wenn ich das sage. Das Schiff läuft hier nicht aus, das ist einfach weg. Ja. So. Und jetzt ist das unterwegs. Und, also wenn du das so spielen willst, hast du keine Chance gegen die KI. Du musst es spielen, wie es Multiplayer spielt. Du musst alles von hier aus dieser Kartenansicht machen. Und du musst schnell sein, weil die Zeit läuft. Wir haben schon 18.01., obwohl ich nicht spul oder so, die Zeit läuft ab. Ja, du musst halt zusehen, dass was vorangeht. Ich weiß nicht, wie ich es am besten erklären soll. Dieses Spiel ist nicht das, was der Vorgänger war, nämlich eine Wirtschaftssimulation. Das hier ist ein Strategiespiel, ein Echtzeitstrategiespiel, weil es gibt keine Runden, es gibt keine Pausen. Es läuft Echtzeit ab. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel mit einer Wirtschaftskomponente. Aber es ist de facto so, wie hat das Semtos so schön gesagt, anstatt Militäreinheiten hast du Schiffe. Anstatt Ressourcen hast du Aufträge. Anstatt Basen hast du Zweigstellen. Ja, und um anstatt Krieg zu führen, also sprich Schiff gegen Schiff zu schicken, hast du die Sabotage. Aber es ist unterm Strich, es hat mit Transocean nicht mehr viel zu tun. Das will ich damit sagen. Es war für mich im ersten Moment, das Spiel kam bei mir an, ich habe das installiert, ich habe gesagt, ich gucke es mir an. Ja, es war für mich im ersten Moment, dachte ich, what the fuck, was ist das? Ja, gebe ich offen zu, ich habe im ersten Moment gedacht, ach du Scheiß, was haben die mit dem Spiel gemacht? Das Spiel, das ist kaputt. Das ist nicht das Spiel, was ich erwartet habe. Es ist nicht das Transocean 2, was ich erwartet habe. Ich habe gar keinen Überblick gehabt. Ich habe zum Beispiel ewig lang gebraucht. Ich wollte wissen, was ist auf dem Schiff. Ich habe das Schiff angeklickt. Ja, ich kann die Fahrtrichtung ändern.
Aber was hat das Schiff an Bord? Wo fährt das hin? Ich wollte ja Touren planen, so wie in Transocean 1. Ja, in Transocean 1 hast du ein Schiff vollgemacht. Und bist dann eine Tour gefahren. Hast eine Tour geplant. Eine Schlepperreederei streikt. So. Sie müssen selber Hand anlegen und ihr Schiff steuern, oder sie warten das Ende des Streiks ab. Wir machen das jetzt mal. Weil das war ja auch im Vorgänger. So, ich habe auf Ultra die Grafik stehen. Auf Ultra. Guckt euch das mal an. Ich kann gar nicht so weit gucken. Ja. Ich kann hier auch hupen. So, damit ich sehe, wo ich hin will, muss ich jetzt hier erstmal gucken. Wahrscheinlich bin ich das hier und da muss ich anlegen. So. Und jetzt nehmen wir Fahrt auf, um dorthin zu fahren. Aber wie ihr seht, das Schiff, das hat keine Fracht an Bord. Das ist einfach nur ein Schiffsmodell. Es hat keine Fracht an Bord. Also, ich habe auch gedacht, das Blaue wäre die Ausfahrt im ersten Moment. Und habe dann erstmal mein Schiff, hatte dann 2 Tage Aufenthalt oder so. Weil ich in so eine blaue Zone gefahren bin. Dass man Rot nicht betreten darf, war mir klar. Aber dass ich auch Blau nicht betreten darf, das hat mich schon stark verwirrt. Was hupt der dann die ganze Zeit hinter mir? Ich stehe dem im Weg, der wird ganz schneller. Aber wenn ich schneller fahre, fahre ich in die Wand. So, während ich das hier spiele, das geht auch nur, wenn ich gegen die KI spiele. Das gibt's nicht, wenn ich nicht gegen die KI spiele. Es gibt einen ganz einfachen Grund. Die anderen müssten ja diese ganze Zeit, die ich jetzt brauche, bis ich da angelegt habe, warten. Das funktioniert nicht. Also sind diese Streiks im Spiel gegen Menschen, so wie ich das mitbekommen habe, deaktiviert. Die gibt's dort nicht. So, und die Einstellung für einen Singleplayer, wie gestreikt werden soll, das kann man ja einstellen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Die zielt ja hier drauf ab. So, ach, ihr wisst ja eigentlich, wie es geht. So. Ja. Wir warten den Streik ab und ich gehe auch mal raus hier aus dem Spiel. So, hier könnte ich jetzt auch speichern und laden, weil es gegen die KI ist. Da habe ich ganz andere Möglichkeiten als im Multiplayer, aber nur in diesen Geschichten, versteht ihr? Das eigentliche Spiel ist immer das gleiche wie im Multiplayer. So, wir gehen mal zurück ins Hauptmenü und dann zeige ich euch das unter den Optionen, weil da kann ich hier einstellen, hier, die Häufigkeit des Schlepperstreiks. Im Multiplayer gegen andere Leute steht das so, automatisch auf nie. Es gibt dort keine Schlepperstreiks. Nur im Spiel gegen die KI gibt's selten Schlepperstreiks. Und wenn ich immer mit dem Schiff selbst fahren will, muss ich auf immer stellen. Dann kann ich immer entscheiden, warte ich den Streik ab oder fahre ich mit dem Schiff in den Hafen. Das heißt, ich kann mir das einstellen, dass ich immer mit dem Schiff in den Hafen fahren kann. Immer. Es ist nicht mehr wie früher, wo gefragt wurde, willst du einen Schlepper nutzen, kostet so viel, oder willst du selbst fahren? Es ist jetzt, willst du 2 Tage warten wegen Schlepperstreik, oder willst du selbst fahren? Aber nur mit dieser Einstellung, nur mit immer. Weil, wenn ihr es auf nie stellt, dann werdet ihr nie aufgefordert, euer Schiff selbst in den Hafen zu fahren. Dann spielt ihr das nur aus der Kartenübersicht. So, und um das jetzt nochmal zu erklären, weil, also es war für mich fast das größte Problem, dieses Umdenken. Ich habe ja erwartet, ich habe ein Transocean 2, also sprich eine Wirtschaftssimulation, der Vorgänger, wichtigste Ressource war Geld. Mit dem Geld hast du Schiffe gekauft, du musstest größere Schiffe kaufen, um irgendwelche Anforderungen zu erfüllen, um so deine Mission zu erfüllen. Hier geht's nicht um Geld. Geld ist die zweithöchste Ressource. Ne, eigentlich sogar die dritthöchste Ressource. Die wichtigste Ressource ist Siegpunkte. Ihr opfert Geld und Reputationspunkte, um Siegpunkte zu bekommen. Die zweithöchste Ressource sind die Reputationspunkte.
Dafür opfert ihr Geld. Ihr fahrt Frachten, die viele Punkte bringen und wenig Geld bringen. Und die dritte Ressource ist, dass ihr Geld verdienen müsst, dass ihr nicht pleite geht. Und Schiffe kaufen könnt. Und Basen kaufen könnt. Und als ich das erste Mal das Spiel angemacht habe, war ich persönlich, ich war schockiert. Ich gebe das offen zu, ich habe dieses Spiel gestartet und habe ein Transocean erwartet. Und bin hier rein und habe gesagt, oh ja, Singleplayer, ich will Wettbewerb. Ich will ein Endlosspiel. Ich will ein Endlosspiel, habe ich gesagt. So, ein Endlosspiel sieht dann so aus. Sabotage, ja. So, machen wir ein paar, klicken wir ein paar leichte Gegner dazu. Steht immer wieder mal easy drin, was ich nicht weiß. Wahrscheinlich merkt er sich das nur, wenn du die mal umgestellt hast auf leicht, dass das leicht heißen soll. So, dann machst du Spiel starten. Und dann bist du hier drin und musst wieder, ja, du setzt dein Hauptquartier. So, und dann kannst du dir direkt wieder ein Schiff kaufen. Startst mit 20 Millionen, sagst du, okay, ich kaufe mir einen Tanker, kaufst dir einen Tanker. Lässt den Namen festlegen, Schiff ist getauft, yay. So, super. So, dann geht's raus. Und dann spielst du jetzt hier praktisch ein Endlosspiel. Sabotage ist erlaubt, du kämpfst um die Reputationspunkte, die gibt es immer noch. Sind jetzt in dem Fall 70, die du brauchst hier oben im Nordamerika-Ost. Aber du hast keine Mission mehr, es gibt diesen Siegbedingungsreiter nicht. Es gibt auch keine Runden. Ihr seht das, es gibt keine Runden. Ich kann spielen, solange ich will. Oder bis ich pleite gehe. Das ist Endlosspiel. Und ich habe echt böse, ich habe böse gekämpft. Ich habe am Anfang diese ganzen Menüs überhaupt nicht, ich habe es überhaupt nicht verstanden, was die von mir wollen. Ich habe gesagt, ja, wo sehe ich denn jetzt, ob mein Schiff Fracht hat oder nicht? Also ich bin am Anfang hin und habe dann hier geguckt und habe gesagt, okay, wo könnten wir langfahren? Also, wir stehen in New York, dann können wir Georgia Port fahren. So, und dann habe ich auch so ausgewählt, nach Geld und so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, und dann können wir weiterfahren nach New Orleans von Georgia Port. Dann habe ich die Aufträge geladen und habe gesagt, ja, Georgia Port, super. Und dann habe ich das hier angeklickt, weil ich das hier auswählen wollte und habe es dabei eigentlich deaktiviert und habe dann auf hier drauf geklickt und habe gesagt, ja, wo fahre ich denn jetzt hin? Und dann war ich da erstmal verwirrt, ja. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich will hierher nach Georgia Port, hier ablegen, komm, fahr. Und dann habe ich in Georgia Port gestanden und habe ich gesagt, ja, okay, und wo fahre ich dann jetzt als zweites hin, für wo habe ich denn Fracht? Und dann bin ich hier drauf und wollte hier Schiff auswählen und da ist kein Schiff mehr. Steht ja in keinem Hafen. Und dann habe ich ewig gebraucht, bis ich dann hier hinten unter dem Schiffsbericht, unter Auftragsdaten hier hinten gefunden habe, wo es hingeht. Und dann habe ich hier zum ersten Mal gesehen, oh, ich brauche 6 Tage, bis ich dort ankomme. 5 Tage ist der Auftrag abgelaufen. Wieso das denn? Ja, weil hier oben permanent die Zeit läuft und während du da am Planen und Suchen bist, läuft die Zeit weiter. Und das hat mich zu dem Entschluss gebracht, vor allem auch, wenn der hier dann einläuft, dann wollte ich da auch reingehen und wollte die Fracht löschen. Dabei ist die schon gelöscht. Ich habe da jetzt einen Reputationspunkt bekommen. Also ihr seht schon, wenn du nicht weißt, worauf du achten musst, ja, Geld verdienen ist hier nicht das Wichtigste. Mit einem Reputationspunkt kommst du hier nicht weit. Und wenn du da nicht aufpasst, ja, und das habe ich am Anfang nicht, das ist jetzt schon knapp, ja, so, dann läuft hier oben, da läuft ja immer die Zeit weiter und wenn du dann hier rumklickst und dann Ladebildschirm und dann rein, so schwupps, ist ein Tag rum. Und dann gehst du hier drauf und willst den tanken. Und so habe ich das am Anfang ja gespielt, ja. Das ist ja auch nicht böse gemeint, aber so wird es jeder erstmal anfangen, der Transocean gespielt hat. So, und dann habe ich gesagt, ja, wie verschicke ich jetzt das Schiff? Und dann habe ich das hier ausgewählt und habe gesagt, das ist doch kacke, wo muss ich denn jetzt hin? Und, ah ja, ich will nach New Orleans. Dann habe ich New Orleans ausgewählt und habe dann gesagt, abschicken. So, ich verrate euch was. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, guckt euch das mal an. Wir kommen zu spät mit einem Auftrag, weil hier oben die Zeit, die läuft und läuft und läuft, versteht ihr, die könnt ihr nicht aufhalten, die läuft. Es gibt keinen Pauseknopf.
Das ist der Pauseknopf. Im Singleplayer ist das der Pauseknopf. Hat lang gedauert, bis ich das kapiert habe, dass das der Pauseknopf ist. Weil es keinen Pauseknopf gibt. Es gibt ein Spielmenü im Singleplayer. Hat lang gedauert. Xemtos kam auch nicht drauf. Wir haben das Spiel getestet vorher und kamen nicht drauf, dass das der Pauseknopf ist. Das Spielmenü hier, es läuft keine Zeit und so weiter. Jetzt kannst du mal auf Toilette gehen, wenn du willst. Dann machst du Spiel fortsetzen und läuft es weiter. Aber versteht ihr, was ich meine? Hier oben ist kein Pauseknopf. Es sind Denkbarrieren, die du einfach im Kopf hast. Es ist von daher eine nicht so schnell nachvollziehbare Bedienung übers UI. Und bis du die Bedienung übers UI kapiert hast, da können mal 1-2 Stunden drauf gehen. Ja, wenn du nicht gerade einen hast, wo du im YouTube-Video spicken kannst, wie der es macht. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Also, wenn du das Spiel kaufst als Wirtschaftssimulation, muss ich sagen, taucht es nicht so viel. Dann bleibt er besser bei Transocean 1. Gebe ich ganz offen zu, dass das meine Meinung ist. Das hier ist in meinen Augen in Echtzeit, weil es läuft permanent, wenn ich nicht hier Pause mache. Ja, läuft es permanent. Ein Echtzeit-Strategiespiel. Du brauchst eine Strategie, du musst eine Strategie entwickeln, wie du fahren kannst, um Reputationspunkte zu sammeln für das Gebiet, in dem du dich breit machen willst. So, dann gibt es das auch noch, dass dich dann der Computer noch sabotiert. Dann kannst du dann 3 Tage lang dein Geld nicht nutzen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, was ich euch hier versuche zu erklären. Also, das Spiel ist super. Brauchen wir uns nicht lange drüber zu unterhalten. Die Frage ist, ob die Community, die Transocean geliebt hat, dieses Spiel annimmt. Und das sage ich aus dem Grund, weil es eben keine Wirtschaftssimulation ist wie Transocean 1. Und dann ist die Frage, werden es die Echtzeitstrategiespieler annehmen? Denn es ist ein Echtzeitstrategiespiel. Und dann kommt die Frage, wird sich der Multiplayer-Modus durchsetzen? Wird es diese offenen Lobbys geben, in denen die Leute gescheit zusammen Transocean zocken? Für 1-2 Stunden ohne Pause. Und ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass wir in der Zeit von Handyspielen Leute finden werden, die sich 2 Stunden am Computer setzen, um Multiplayer-Partie zu zocken. Mit Wildfremden. Wenn es schlecht läuft, werden die Leute wahrscheinlich einfach das Spiel verlassen. Wenn sie nicht am Gewinnen sind. Ja, und das sind alles so die Punkte, wo ich sage, und da, ich weiß nicht, ob das Spiel vom Design her kongruent durchgeplant wurde. Also ob dieses Spiel unterm Strich die Leute anspricht, die eigentlich die Käufer von Transocean sind. Die Wirtschaftssimulationsspieler. Also mich hat es erstmal geschockt. Ich war erstmal, habe ich gedacht, ach du lieber Himmel, was ist denn das hier für ein Mist? Gebe ich offen zu, ich habe erst gedacht, was ist denn das hier für ein Mist? Nicht schon wieder. Erst im Multiplayer, als ich angefangen habe zu kapieren, dass das hier ein Echtzeitstrategiespiel ist und es auf ganz andere Ressourcen ankommt, wie die, auf die ich geschielt habe, als ich es als Wirtschaftssimulation gesehen habe, hat das Spiel angefangen Spaß zu machen und hat angefangen sich zu entfalten. Wie soll ich es am besten erklären? Das Spiel kriegt erst dann eine richtige Dynamik, wenn du es voll verstanden hast und du gegen die KI auf dem schwersten Modus wirklich Hardcore-Battles um Regionen machst. Dann kriegt das Spiel hier seinen Reiz. Und
das ist auch der Punkt, wo ich ganz ehrlich sage, der hat mich am meisten schockiert. Der hat mich am meisten schockiert, weil ich glaube, dass dieses Spiel an der eigentlichen... Dass das Spiel an der eigentlichen Zielgruppe, die für Transocean ansprechbar war, vorbeigeht. Weil ich bin kein Echtzeitstrategiespieler. Ich hasse eigentlich Echtzeitstrategie. Ich liebe Wirtschaftssimulationen und ich hasse Echtzeitstrategie. Und jede Wirtschaftssimulation hat ja zumindest einen Pause-Button, damit du in aller Ruhe wirtschaftlich, strategisch überlegen kannst und planen kannst, weil... Also ich differenziere das mal ganz deutlich. Eine Wirtschaftssimulation ist was, wo es drauf ankommt, Profit zu machen, wo es drauf ankommt, effizient zu arbeiten und wo es drauf ankommt, Produkte zu vertreiben, zu verkaufen oder zu transportieren, mit denen du den höchsten Gewinn machst. Und auf der anderen Seite steht jetzt die Echtzeitstrategie, was wir hier vor uns haben, die das alles bestraft. Also da gibt es nur mal Missionen, wo du das mal machen kannst, aber eigentlich bestraft sie das permanent, weil hier geht es um Siegpunkte, Reputationspunkte und die Ressource Geld. Und das ist die unwichtigste Ressource in diesem Spiel. Das heißt, in der Wirtschaftssimulation ist der Profit und das Geld das Wichtigste. Und hier ist es das Unwichtigste. Das ist das Konträre. Das geht nicht zusammen. Und das ist was, was mich am Anfang dazu gebracht hat, zu überlegen, was ist das hier? What the fuck? Ja, ich habe wirklich da gesessen und gesagt, meine Frau hat gesagt, was fluchst du denn rum? Dann habe ich gesagt, was haben die mit dem Spiel gemacht? Weil sie bei mir nicht in den Kopf wollte. Das ist keine Wirtschaftssimulation. Also wenn du hier antrittst, um praktisch viel Kohle zu verdienen, bist du auf der Verliererstraße. Das Geld ist eine Ressource, die du einsetzt, um hier Sabotageakte zu bezahlen, um Gewinnbeteiligung zu kaufen an Raffinerien, Reparaturdocks, Upgrade-Docks, Schlepperreedereien, Werften. Ihr seht hier, dass die Gewinnbeteiligung kommt, wöchentliches Einkommen aus Zweigstellen, das sind im Schluss die Sachen, die richtig Geld bringen. Auftragsprämien und so weiter für die Schiffe, das zählt am Anfang, das sind Einheiten, wenn du einen Auftrag kriegst, dass du irgendwie 200.000 Tonnen von irgendwas transportieren musst und dafür einen Siegpunkt kriegst, ist das die Einheit, die kaufst du dann zusammen von der Ressource Geld und fährst so viel Kapazität, wie es geht. Entschuldigung, fährst so viel Kapazität, wie es geht, um die Siegpunkte einzufahren. Da geht es nicht um die Kapazität und nicht ums Geld, was du dabei verdienst. Im besten Fall fährst du eine hohe Kapazität und nimmst viele Siegpunkte für deine Region mit. Damit du dann hier Zweigstellen kaufen kannst, die dir das wirkliche Geld bringen. Also ich hoffe, man konnte das Ganze so ein bisschen nachvollziehen. Deshalb war auch meine Frage, als jemand geschrieben hat, machst du ein Let's Play davon? Habe ich ja gefragt, ein bisschen provokant, von welchem Modi? Und es hängt damit zusammen, dass das immer das Gleiche ist. Also auch wenn ich jetzt hier in die Kampagne reingehe, ich habe die drei Ziele, die muss ich abarbeiten auf die gleiche Art und Weise, wie ich hier Multiplayer-Spiele gewinne. Also ich hoffe, man kann das nachvollziehen, was ich meine. Also wenn ich das jetzt anfangen würde, hätte ich ein leichtes Spiel, weil ich das Spiel kapiert habe. Mittlerweile. Ja. 20 Aufträge fristgerecht abliefern, 20 Aufträge, fährst du die kürzeste Route, die es geht, Hauptsache 20 Aufträge. Bumm, Ziel erfüllt, Siegpunkte auf der Seite. So, mehr fristgerechter Aufträge als alle Gegner abliefern. Ja, darfst halt keine Zeitverzögerung drin haben. Ist ja auch nicht schlimm, wenn du Konventionalstrafe kriegst hier. Also du kannst Aufträge annehmen, die bringen dir 2 Millionen Geld und du zahlst, wenn du ankommst, 200.000 Konventionalstrafe. Also hast du 1,8 Millionen verdient an der Fracht, die zu spät kam.
Daran siehst du ja schon, dass keine Wirtschaftssimulation ist. In der Wirtschaftssimulation wird das Ganze ja logistisch aufgebaut, wie bei der Planer oder sonst irgendwo, wo ein zu spät kommen wirklich einen Schaden verursachen würde. Das verursacht hier ja keinen Schaden. Du kriegst keine Reputationspunkte, kriegst einfach nur einen Batzen Kohle. Ja. Und der Auftrag war nicht fristgerecht. Wird halt jetzt... Wenn du so eine Mission hast, dass die Aufträge fristgerecht sein müssen, würde es nicht dabei helfen, deine Siegbedingung zu erfüllen. Das wäre vielleicht insofern noch ein Schaden. Aber es ist kein Schaden in der Form, dass du sagst, ich habe jetzt einen großen Nachteil, meine Reputation ist gesunken, weil ich so viele Aufträge nicht fristgerecht abgeliefert habe. Das sind die Liefertermine hier drin, das sind schon Empfehlungen. Wenn du Reputationspunkte willst, musst du halt fristgerechte Aufträge fahren, die viele Punkte bringen. Du kannst zwischen 1 und 6 Reputationspunkte für einen Auftrag kriegen. Und du willst das fahren, was in der Region, die du haben willst, die meisten Reputationspunkte bringt. Ja, und dann die 10 Millionen mehr als der Gegner, ja, das ist dann das, wo es dann darum geht, mal die Ressource Geld aufzustocken. Aber wenn ihr wollt, dass ich die Kampagne mal spiele, dann mache ich von der Kampagne gar ein Let's Play, dann fangen wir da demnächst an mit Kapitel 1, wahrscheinlich dann morgen. Und dann werdet ihr sehen, dass es das gleiche wie der Multiplayer, und wenn du das einmal geschnallt hast, wie das Ganze hier läuft, dann ist das auch nicht mehr so schwer. Also ich meine, wenn du hier gegen die, wenn du im Wettbewerb spielst und hier gegen die schwere KI spielst und machst davon 8 Stück rein, da hast du nichts mehr zu lachen. Ich habe gestern irgendwie gegen 8 Easy Leute mal eine Kampagne von der Stunde gespielt. Also einen Wettbewerb von der Stunde gespielt, Entschuldigung. Da wurde ich mit Mühe und Not Vierter. Ja, also das ist schon ein harter Kampf. Aber Kampf gehört nicht in eine Wirtschaftssimulation so rein, sondern, also wie soll ich das sagen? Die Konkurrenz in der Wirtschaftssimulation ist eine, mit der du dich mit der Ressource Geld um Lizenzrechte für Gebiete klopfst. Und das kostet dich immer Geld. Es kostet dich keine Reputationspunkte oder so irgendwas. Das ist ein Echtzeitstrategie-Element. So, ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit hier reinbringen. Weil die Kommentare haben mir gezeigt, viele sehen das hier wie Transocean. Aber dieses Spiel tickt anders. Es ist ein sehr gutes Spiel für ein Echtzeitstrategiespiel mit der oder auf Wirtschaft basierend. Als Wirtschaftssimulation kann man sich drum streiten, ob das ein gutes oder nicht so gutes Spiel ist. Weil du wirst auch nicht bestraft, wenn ein Schiff mit einem Drittel Ladung durch die Gegend fährt. Solange die Punkte stimmen, war das immer ein gutes Geschäft. Und schöne Touren planen, von A nach B und Schiff immer schön voll halten, damit das nie leer fährt und immer gut Geld erwirtschaftet, wie das noch in Transocean 1 der Fall war, da hast du gar keine Zeit für in Transocean 2. Du hast permanent den Zeitdruck und du musst dich eilen, dass du aus dem Hafen kommst, weil, wenn es knapp wird und dann ist noch ein Streik, dann kommst du zu spät. Und wenn du zu spät kommst, verlierst du Geld und Reputationspunkte, die vielleicht auf dem Auftrag drauf waren. Die verschwinden dann eventuell auch. Aber im Prinzip kann dir das alles egal sein. Wenn du die Ordnung kennst, Siegpunkte, Reputationspunkte, Geld, dann kannst du danach Entscheidungen treffen und du triffst andere Entscheidungen, als wenn du eine Wirtschaftssimulation hast, wo es darum geht, Geld zu verdienen. Das meine ich damit. Das ist vielleicht das abschließende Fazit. Du triffst hier andere Entscheidungen, wie du sie treffen würdest, wenn das hier eine Wirtschaftssimulation wäre, wo die Ressource Geld das Wichtigste ist. So, ich bin raus. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit in das Spiel bringen. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Es ist ein sehr gutes Spiel. Aber ich weiß nicht, ob es an der Transocean-Zielgruppe nicht ein bisschen vorbeigeht. Jetzt bin ich aber raus. Danke fürs Zuschauen, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.